Studio und gebe die Frage eigentlich gleich weiter oder den Auftrag gleich weiter. Das muss der Trainer beantworten. Was waren die Gründe für dieses ja doch wirklich schlechte Spiel? Gut, wenn man es analysiert, selbst so kurz nach dem Spiel, ist das sicherlich nicht so einfach. Ich denke, wir haben in der Anfangsphase ganz ordentlich gespielt, haben auch zwei große Chancen gehabt durch, ich glaube, es war beides Mal der Christian Ziege. Ja. Und dann ist ein Tor gefallen, das nicht fallen musste. Ich meine, das hat jeder gesehen. Ich möchte jetzt nicht nochmal ansprechen, dass es Jens Lehmann war. Der muss schon genug einstecken. Er hat kurz danach einmal großartig reagiert. Das war aus meiner Sicht die einzige Chance der Schweizer. Aber es ist richtig, wir haben es nie verstanden, dann nach diesem 0:1 Ruhe in unser Spiel zu bringen, überlegt zu spielen, mehr Spielanteile zu haben. Es sind zu viele Bälle blind nach vorne geschlagen worden, die zum Teil auch nicht ankamen. Wir wussten, dass wir eine gewisse Lufthoheit haben mit Oliver Bierhoff und Michael Preetz, aber das war einfach dann nicht das Spiel, was wir spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Und insofern muss man deutlich sagen, war es also kein Fortschritt vom Kroatien-Spiel her. Wir waren ja heute gezwungen, auch zu agieren. Gegen Kroatien waren wir ja eher noch Außenseiter. Man hat gesehen, dass einiges noch fehlt. Nicht zuletzt haben die Auswechslungen, die nicht geplant waren, verletzte Spieler, Scholl, Babbel und Ziege vor allen Dingen, dazu beigetragen, dass wir keine Ruhe ins Spiel kamen. Ich musste ja laufend umstellen, in der Halbzeit nochmal drei Spieler reinnehmen. Es durfte keiner mehr raus, also es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Sicherlich nicht nur, wie Sie sich das nicht vorgestellt haben, sondern wie einige Spieler auch. Bevor wir jetzt zu einzelnen Personen oder Mannschaftsteilen kommen, will ich die Frage nach Jens Lehmann ja natürlich nochmal stellen. Er machte einen wirklich niedergeschlagenen Eindruck. Und das Schlimmste, was Menschen passieren kann, so sagt man gemeinhin, ist, wenn es Mitleid gibt. Langsam ist es ja fast schon so weit. Tun Sie ihm Gutes an, wenn Sie ihn weiterhalten? Ich werde jetzt hier nicht sagen, ob ich ihn halte oder nicht halte. Fest steht, dass heute durch den Fehler, den er gemacht hat zu Anfang, er dann aber auch null Unterstützung hatte. Es hat keiner im Stadion, selbst die deutschen Zuschauer, wenn ich die jetzt mal als deutsche Zuschauer bezeichne, ihm vielleicht den Rücken gestärkt. Er hat kurz danach, Gott sei Dank, würde ich sagen, die gute Parade gehabt. Aber es war schon etwas Hohn da und es ist vielleicht auch ein Zeichen der heutigen Zeit. Ich kann mich nicht beklagen, die Mannschaft hat nicht gut gespielt. Wir haben es nicht verstanden, die Zuschauer hinter uns zu bringen. Erst so nach dem 1:1 kam mal so ein bisschen Stimmung auf, auch für uns. Aber das lag nicht an den Zuschauern letztlich, sondern an der Mannschaft. Und insofern dürfen wir uns nicht beschweren. Aber Herr Ribbeck, wenn jetzt Jens Lehmann vor zwei Minuten live sagt, wichtig ist ihm, dass Borussia Dortmund nicht absteigt, dann kann das doch heute ein Zuschauer, ich denke mal 10 Millionen werden es sein, nicht verstehen, der sich heute Abend hinsetzt, geärgert hat 90 Minuten lang und hofft, dass in dieser Mannschaft etwas bewegt wird, was uns zur Europameisterschaft mit besseren Aussichten bringt. Ja gut, aber jetzt darf man, jetzt ist vielleicht ganz gut, dass das jetzt angesprochen wird, aber der Jens Lehmann sagt das ja nicht, dass er sehen muss, dass Dortmund nicht absteigt, um zu dokumentieren, dass ihn die Nationalmannschaft nicht interessiert. Der hat heute ein hohes Interesse gehabt, wirklich ein hohes Interesse, eine gute Leistung abzuliefern, um dann auch gestärkt wieder nach Borussia Dortmund zurückzugehen. Und ich kann nur sagen, ich bedauere sehr, dass ihm dieser Fehler unterlaufen ist. Und ich persönlich werde nicht zu denen gehören, die jetzt nochmal auf ihn einprügeln. Ich glaube,